Am 12-mal einen der drei Wettbewerbe. Wird Werder der Achte, bringt die 13 Glück. Schön wär's. Sie können ja mal daheim ein kleines Quiz machen, das wir dann bald auflösen werden, ob Sie die 7 Vereine noch zusammen bekommen. Die 7 deutschen Vereine, die schon mal einen Europapokal gewonnen haben. Enttäuschend ist die Kulisse im Stadion des Lichts zu Lissabon. Thomas Wark hat es gesagt, in der Arena der großen Benfica sind ganze 15.000 Zuschauer, das Stadion fast 120.000 Besucher. Und die Besucher sind halt nur aus Bremen gekommen, 5.000 und vielleicht 7.000 aus Monaco. Bremen und Monaco interessieren die Portugiesen halt herzlich wenig, und verantwortlich dafür ist der Unsinn, Endspiele langfristig zu vergeben. Welches Ambiente hätte man in der Schweiz oder in Österreich haben können? 30.000 Zuschauern, aber das ist wenig wahrscheinlich. So, AS Monaco kam auf diesem Weg in das Endspiel Rom mit Rudi Völler, 1:0, 0:0 und dann 2 Unentschieden gegen Feyenoord Rotterdam. Und der SV Werder, 5:0 und 6:0 gegen Bacău aus Rumänien. Ferencváros Budapest, 3:2, 1:0. Galatasaray ist dann mal die Anstoßzeit von 19 Uhr Ortszeit in Lissabon kollidiert mit dem Lebens- und Arbeitsrhythmus der Portugiesen. Vor 21 Uhr beginnt hier kein großes Fußballspiel. Die Mannschaft von AS Monaco. Ettore, der Torhüter, Valerie, Sonor, Petit, Mandy, Dip, Namen, die uns nicht viel sagen. Einzelheiten dazu später. Gnaco, hier ist Rui Barros. Dann der gefährliche George Weah aus Liberia, der Torjäger, Passy und ein weiterer Torjäger, Fofana. Der Trainer Arsène Wenger, seit 86 in Monaco tätig. Mit ihm kam der Erfolg, kam der Vorstoß an die europäische Spitze. Der SV Werder, Jürgen Rollmann, der Mann mit dem großen Selbstvertrauen, Bockenfeld, Wolter, Rune Brazet, Bode, überraschend mit der 5. Oli Borowka, die 6, gegen Weah soll er spielen, Wolter gegen Fofana, Dieter Eils, Mirko Votava, Frank Neubart, Winton Rufer und dann die Überraschung, die 11, Klaus Allofs. Heute Mittag lüftete Otto Rehhagel, der Trainer, das Geheimnis. Korsika, über 700 Verletzte, viele Schweden noch in Lebensgefahr. Auch unsere Gedanken sind bei Ihnen. Und der Anstoß der SV Werder Bremen von links nach rechts. Und ich bin Ihnen noch schuldig, die UEFA-Pokalsieger. Rollmann, etwas spät gegen Weah. Mal versuchen. Arsène Wenger, der Trainer. Von AS Monaco, Straßburger, Elsässer, spricht 5 Sprachen, exzellent auch Deutsch. Wir haben es vorhin kurz gehört. Allofs, schön, Bockenfeld, Bockenfeld. Ein Schritt zu spät. Fehler der Monegassen, Marco Bode. Kam vor 4 Jahren über Kamerun nach Monaco, damals für 150.000 Mark. Inzwischen schätzt man seinen Wert auf 10 Millionen. Und das Tor! Klaus Allofs! 5 Minuten vor der Pause. Vielleicht hat Monaco da diesen vielbeschworenen, entscheidenden Fehler schon begangen. Klaus Allofs zögert nicht lange, hält drauf. Ettore vielleicht doch ein bisschen klein. Hier noch einmal. Mit rechts. Klaus Allofs mit rechts. Eine Seltenheit. Die 40. Minute.
Wie oft ist er missverstanden worden? Thomas Wolter, die Sekunde, drang gerade aus der Kabine zu uns herauf, hat einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel. Die Saison für ihn damit leider vorzeitig beendet. Für Otto Rehhagel ist es das 51. Spiel in einem der drei Wettbewerbe mit Werder und die Chance Rui Barroso. Und noch einmal. Fofana. Marcel Diep. Weah. Handspiel von Weah. Aber das Spiel läuft weiter. Monaco kommt. Passi. Borowka. Acht Umdrehungen hat der Sekundenzeiger erst getan in der zweiten Hälfte. Alofs. Vorteil. Die Chance. Rufer. Rufer. Das Tor. Da ist es. Das 2:0. Und ich wage zu prophezeien, das ist der Europapokalsieg für den SV Werder Bremen. Was für eine mutige Entscheidung des Schiedsrichters. Er hat Vorteil laufen lassen. Und Winton Rufer hat ihn genutzt. 55. Minute um den Torwart herum. Depression bei Monaco. Und im letzten Moment gab er ihm den letzten Dreh über die Linie. Winton Rufer. Wenig zu sehen von ihm in diesem Spiel bislang. Großartig gemacht mit dem Außenriss um Jean-Luc Ettori herum, das 2:0, 55. Minute. Und wer gab den Pass? Die Elf, Klaus Allofs, Monaco Klaus. Wieder Allofs, wieder ein Pass. Bockenfeld, Rufer kommt. Jorkaev, Rollmann. Für später von Jürgen Rollmann, der schon praktische Erfahrungen in Bremen gesammelt hat. Noch die Möglichkeit. Weah. Thomas Schaaf. Französischen Liga. Die Ecke. Der Kopfball auf der Linie, die Details. Das ist er. Das Objekt der Begierde. Nach meinem Empfinden der schönste Europapokal der drei. Weah, Weah. Abstoß. Gottlob. 6,5 Minuten vor Schluss. Aber sein Tag wird es nicht. Marco Bode. Marco Bode, Rixklaus Allofs. Wieder Weah. In die Hacken von Brazet. Und Rollmann. Fünf Minuten. Und ihr Fans in Bremen, wenn ihr feiert, feiert friedlich. Der Jubel, der Triumph ist euch gegönnt. Aber der Jubel sollte friedlich sein. Und wieder Rollmann gegen Weah. Abgepfiffen. Und gelbe Karte gegen Weah wegen dieses Angriffs auf Jürgen Rollmann. Ansonsten das Spiel trotz der drei gelben Karten erfreulich kam. Auch Frankfurt. Aber immer kamen die Clubs zum falschen Zeitpunkt. Als Rehhagel gerade nach dem großen Erfolg griff, diesen Moment erlaubt. Die 90 Minuten sind um.
Bisher pfeift nur er, Otto Rehhagel. Jörg Kaif. Neubart wie eine Mauer, eine Wand. Herauszuheben er, Alofs, Borowka und all die anderen. Und natürlich Rune Bratzett, das sagte ich. Der große Turm da hinten und sie reißen schon die Arme hoch. Und sie haben jetzt allen Grund dazu, denn das Spiel ist um, es ist aus. Die lange Nacht von Lissabon ist zu Ende. Die Nacht des SV Werder Bremen und er ist der Mann der Stunde, vielleicht der Trainer des Jahres in Deutschland, Otto Rehhagel in der Bundesliga unter Ferner Liefen. Und jetzt der große Triumph. Einmal Meister, dreimal Zweiter, zweimal Dritter, einmal Pokalsieger. Und jetzt die Krone, die Krönung im Stadion des Lichts von Lissabon. Und sehen Sie, wie glücklich er ist. Er hat es sich gegönnt. Er hat gesagt, Otto, du hast es mal verdient. Das hat er, dem stimme ich zu. Obwohl seine Seele nicht von diesem Spiel abhing. Aber er hat wieder einmal recht gehabt mit der Entscheidung, hier Klaus Allofs, ihn einzusetzen. Die Nummer 11, die jetzt zu den Fans geht. Klaus Allofs, der das Tor vorbereitete. Das 1:0 in der 40. Nein, Quatsch. Das 1:0 schoss in der 40. Das 2:0 vorbereitete in der 55. Winton Rufer. Monaco deprimiert. Was Wunder. Natürlich. Unser Mitgefühl gilt den Monegassen, aber wir sind beim Glücksgefühl dabei des SV Werder Bremen. Was wird das für eine lange Nacht in Bremen auch? Eine lange Nacht in der Werder Festung, 35 Kilometer weg von Lissabon an der Küste. Eine ehemalige Festung, umgebaut zu einem Hotel. Willy Lemke hat bestimmt schon alles vorbereitet, auch wenn es keiner wissen durfte. Und wie wird das morgen in Bremen am Flughafen sein? Um 15 Uhr wird er mit seinen Helden von Lissabon dort landen. Otto, soll ich sagen, der Große, Otto Rehhagel, sein Triumph und Marcel Reif hat ihn da unten. Bitte Marcel, den Mann der Stunde dieser Nacht. Also, wie muss ich sagen, recht gehabt hat er immer gesagt, Herr Trainer, die können alle erzählen, was sie wollen. Ich bleibe dabei, sie bleiben hier und ich werde Recht haben und er hat Recht gehabt. Otto, wie lange bleiben Sie Trainer in Bremen noch? Ich bleib, Otto 2000? Nein, ich bleibe so lange. Ich das Gefühl habe, dass wir noch etwas bewegen können gemeinsam, wenn es eines Tages nicht mehr der Fall ist. Ich habe immer gesagt, es geht so lange, wie es geht. Und jetzt wollen wir erstmal feiern und dann müssen wir uns auf die neue Saison vorbereiten. Ich bin glücklich, dass wir den deutschen Fußball heute hier würdig vertreten haben. Otto, nochmal herzlichen Glückwunsch und jetzt feiert mal schön. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Thomas Wag, bitte. Bravo! Willy Lemke mit einem lauten Bravo, der Manager des SV Werder. Auch Ihr glücklichste Stunde in der Vereinsarbeit. Ja, das ist ganz ohne Frage richtig. Ein internationaler Erfolg dieser Güteklasse, das haben wir noch nicht an die Weser holen können. Danke und Glückwunsch an Otto Rehhagel, der das wieder mal hervorragend hingekriegt hat und eine Mannschaft so aufgebaut, so motiviert hat, dass sie in dieser Situation hier das, sag ich mal, Tolle geschafft hat. Ganz cool und ganz unterkühlt, norddeutsch-hanseartig, sag ich mal. Also für mich fantastisch gekämpft hat von der ersten bis zur letzten Minute auch, sag ich mal, ich kann überhaupt keinen Spieler nennen heute, denn sie haben alle mehr als 100% gegeben. Also ich bin überglücklich und freue mich auf einen tollen Empfang morgen am Flughafen in Bremen. Willi, wir unterbrechen mal gerade, der Pokal wird überreicht. Diese grün-weiße Glückseligkeit da unten auf dem Rasen, für viele Spieler die größte Stunde in ihrem Fußballleben. Um 10 nach 9 Ortszeit Lissabon, 10 nach 10 in Deutschland, halten Werders Pokalhelden den Europapokal der Pokalsieger Bundesliga. Seit sein Sohn auf die Welt kam, aber Otto Rehhagel hat zu ihm gehalten, wie so oft zu Spielern, auch wenn viele es nicht verstanden haben. Bremer Glückseligkeit und Otto Rehhagel wird ein Glas Champagner, allenfalls zwei, trinken. Und ich höre, dass Thomas Wag den Schützen hat, Klaus Allofs. Bitte, Thomas. Nee. Ich könnte zu Frau Allofs gehen.